Genau, erstmal entspannt setzen. Einmal beide Hände so nach vorne ausstrecken. Schließ mal einmal deine Augen und stell dir einmal vor, du hast zwischen deinen Handinnenflächen einen Magnet. Und bei der Zahl 3 zieht dieses Magnet die Hände wie von selbst aufeinander zu. 1, 2, 3. Und genau jetzt geht das Magnet immer näher und wenn sich die Hände berühren, merkst du, wie du schlagartig in einen tiefen, entspannten Schlaf sinken kannst. Schlaf tief. Und Christine, ich zähle jetzt von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kannst du gleich die Augen öffnen. Bei der Zahl 3 bist du wieder hellwach. Du bist frisch und ausgeruht. Es geht dir richtig gut. Du fühlst dich so wohl wie noch nie zuvor in deinem Leben. Aber du hast ein ganz kleines Problem. Also erstmal kannst du wieder normal sprechen. Aber immer, wenn ich deinen Namen sage, bist du der festen Überzeugung, dein Handy klingelt. Du gehst dran und am anderen Ende der Leitung ist jemand, der hat sich verwählt. Du legst wieder auf. Dann sage ich wieder deinen Namen und dann klingelt dein Handy wieder. Es ist der gleiche Typ, der wieder sagt, er hat sich verwählt. Ja, passiert, du legst wieder auf. Aber immer wenn ich deinen Namen sage, ruft dich immer wieder derselbe Typ an und behauptet, er hätte sich verwählt. Und irgendwann nervt dich das tierisch, weil der will dich wohl reinlegen. Bei Zahl 3 öffnest du die Augen und immer wenn ich deinen Namen sage, hörst du dein Handy laut klingeln und du gehst natürlich sofort dran. Könnte ja wichtig sein. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. So, ich erkläre dem Publikum jetzt noch einige kurze Sachen. Liebes Publikum, schön, dass ihr alle am Start seid. Heute mit einem altbekannten Gesicht. Heute ist nämlich die Christine da. Und ja, geh ruhig kurz dran, ist kein Problem. Wir nehmen den Take gleich nochmal auf. Ja, setz dich ruhig wieder. Ja. Hat aufgelegt. Ja, ist nicht schlimm. Also, wie gesagt, tolle Sache, Christine. Schön, dass du heute hier bist. Ja, warte mal kurz. Ja, gerne. Kein Problem. Hallo? Wir machen weiter, aber... Ja. Wird aufgelegt. Echt? Okay, ist ja nicht schlimm. Also, Christine, wir machen einfach Folgendes heute. Schön. Ja, also, liebes Publikum, wir lassen Sie ruhig ein bisschen telefonieren und... Da ist keiner dran. Wieder ist keiner dran. Ja, ruft die ganzen schön. Soll ich rausgehen? Nee, alles gut, Christine. Bleib ruhig sitzen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Warte mal. Und, Hallo? Ja. Der geht dann die ganze Zeit keiner dran. Echt nicht? Mhm. Verrückt. Pass auf, das Verrückte ist, wenn ich jetzt einmal schnippe, geht jemand dann am Ende dran und erzählt dir, er hätte sich verwählt. Weil ich sag nur Christine und das ist super. Also jetzt musst du mal... Ja, geh ruhig nochmal dran. Hallo? Wird sich verwählt. Ach so, ist nicht schlimm, Christine. Auf jeden Fall mit Hypnose kann man... Sorry, Christoph, tut mir leid. Du bist halt busy. Hallo? Nee. Ja, aber jetzt nicht nochmal. Ist nicht schlimm, Christine. Also wir legen jetzt hier sowieso gleich los und dann... Das klingt die ganze Zeit. Wahnsinn, du bist halt echt wichtig. Soll ich nochmal dran? Ja. Ich drück das jetzt gleich weg. Ist nicht schlimm, Christine, du kannst auch ruhig nochmal dran gehen. Boah, ja? Ja, nee. Schon wieder. Verrückt. Aber Christine, es ist auch überhaupt nicht schlimm. Nee, ich geh jetzt nicht nochmal. Komm, geh noch ein letztes Mal dran, Christine. Nee. Schlaf tief und fest. Lass völlig los. Ich halte dich fest. Der Körper entspannt sich immer mehr und mehr. Du sinkst immer tiefer. Du fühlst dich völlig wohl. Genau. Wenn du die Augen öffnest, hast du aber ein Problem. Denn jeden Satz, den du sagst, beginnst du mit dem Wort blub und beendest du mit dem Wort blub. Du kannst da gar nichts gegen machen. Dieses Wort kommt einfach aus deinem Mund raus. Und immer wenn du versuchst, etwas dagegen zu tun, wird das Ganze nur noch schlimmer. Du beginnst ab sofort jeden Satz mit dem Wort blub und du beendest jeden Satz mit dem Wort blub. Und da kannst du wirklich gar nichts gegen machen. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. Genau, setz dich mal entspannt hin. Geht's dir gut? Christine, wo kommst du nochmal her? Aus welcher Stadt? Einfach die sagen. Köln. Ja, sehr schön. Ach, so ein Zufall. Ich auch. Schöne Stadt. Und wo hast du davor gelebt?
Blub Dortmund, blub. Das ist so ein Zufall, ich auch. und wie heißt du nochmal? Einmal für unsere Kanalzuschauer in einem Satz. Blub, ich heiße Christine Blub. Ist Blub jetzt der Vor- oder der Nachname? Blub, Christine Blub. Und wieso sagst du dann Blub? Das weiß ich nicht, Blub. Kannst du es einfach mal lassen? Okay, also wie heißt du nochmal? Blub, Christine Blub. Hast du doch ein doppelter Vorname? Oder doch der Nachname? Blub, Christine Blub. Ja, sehr gut. Das gefällt mir, Christine. Christine, was hast du so für Hobbys? Okay. Blub, mit Freunden rausgehen. Mhm. Schönes Hobby. Blub, leckere Sachen essen gehen. Mhm. Ich frage mich, wie viele Leute nach dem Video auch plötzlich anfangen, jeden Satz mit Blub zu beginnen. ja. Sonst noch sowas? So Sport, Kino, keine Ahnung. Blub, Badminton. Badminton, ah ja. Mhm. Ist auch eine spannende Sportart. Mhm. Unterscheidet sich Blub Badminton zu Badminton? Blub, nein, Blub. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Ich hab davon ja keine Ahnung, deshalb frage ich lieber. Übrigens, weißt du, was richtig witzig ist? Mhm. Immer, wenn irgendjemand deinen Namen sagt, inklusive du selbst, schläfst du ein. Ist kein Witz. Kannst du mal einmal laut deinen Namen sagen? Blub, Christine. Blub. Mach nochmal. Blub, Christine, Blub. Und schlaf. Tief und fest. Fühl dich völlig wohl und entspanne dich immer mehr und mehr. Genau. Kannst du jetzt gleich nochmal die Augen öffnen? Du wirst nicht aus diesem Zustand erwachen. Und du hast, Christine, ein ganz kleines Problem. Denn du bist der festen Überzeugung, Danke ist eine richtig krasse Beleidigung. Wenn jemand zu dir das Wort Danke sagt, dann zeigst du mit all deiner Mimik, all deiner Gestik, was du davon hältst. Denn Danke ist ein richtig scheiß Wort, eine richtig böse Beleidigung. Das Wort Hypnose hingegen ist das witzigste Wort, was du kennst. Wenn jemand zu dir Hypnose sagt, musst du einfach nur noch lachen. Da kannst du nichts gegen tun. Hörst du aber das Wort Danke, wirst du richtig sauer. Sobald du wieder das Wort Hypnose hörst, musst du einfach nur noch lachen. Da kannst du nichts gegen machen. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf, setz dich nochmal ganz entspannt hin. Bist ein bisschen zusammengesackt, ist nicht schlimm. Also, ja, wir sind ja hier heute bei der Hypnose und mit Hypnose kann man ja super witzige Sachen machen, ne? Du findest Hypnose auch witzig, ne? Ja, das dachte ich mir. Ja. Das Gemeine ist auch, je öfter man Hypnose sagt, umso witziger wird das Ganze. Also dafür, dass du dich heute hier hypnotisieren lässt, vielen Dank. Und Dankeschön dafür, also vielen Dank, dass du heute hier bist. Ja, Entschuldigung, was? Danke einfach. Also das, oh, Christoph! Also nur das, also man bedankt sich doch, wenn sich jemand hypnotisieren lässt. Weil Hypnose ist doch eine super witzige Sache. Kann man das sagen, geht's noch? Aber warum? Hypnose ist doch eine super witzige Sache. Ja, das ist richtig. Ja, Hypnose ist gut. Ne? Ja, das ist witzig. Ich könnte das stundenlang machen. Ich finde ihre Reaktion einfach absolut brillant, weil Hypnose ist super. Und ne, dafür kann man nur Danke sagen. Nee, das sollte man nicht sagen. Ehrlich schockiert. Und das nur, weil man Danke sagt. Ne? Auf jeden Gott. Fall, das ist... Was? Oh Gott. Das sollst du nicht sagen. Was? Danke. Aber ich wollte mich doch nur bedanken bei dir. Mach das nicht. Weil ich Danke sage. Das soll ich die ganze Zeit sagen. Aber warum? Wir sind doch im Livestream. Ja, deswegen. Die freuen sich doch, wenn ich Danke sage. Du kriegst ein Herzrasen. Ehrlich? Wenn du das sagst, krieg ich Herzrasen. Ja, aber es ist trotzdem nett, dass du dich hier hypnotisieren lässt, weil Hypnose ist ja eine tolle Sache, ne? Ja. Ja. Ja, das dachte ich mir, ne? Schlaf tief und fest. Fühl dich völlig wohl. Der Kopf ist ganz locker und entspannt. Du singst tiefer und tiefer und fühlst dich völlig wohl. Ich finde ihre Reaktion einfach immer so brillant, weil sie ist so... Also wie kann man das beschreiben? Sie wirkt dabei so total natürlich, ne? Und man merkt einfach, es ist nicht geschauspielert. Man merkt einfach, es ist absolut echt. Es ist eine ganz coole Sache. Ja, du fühlst dich völlig wohl, wenn du immer tiefer singst, Christine. Einfach treiben lassen und geschehen lassen. Und ich mache jetzt einfach noch ein paar Einzelnummern mit dir hinterher. Und du fühlst dich dabei völlig wohl, völlig entspannt. Und du lässt einfach geschehen, was geschieht. Christine, ich zähle einmal von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen.